Herzlich willkommen und guten Tag bei unserem virtuellen Stadtrundgang in der Universitätsstadt Heilbronn. Mein Name ist Edith Süßenbach und ich darf Ihnen heute das Wahrzeichen unserer Stadt, die Kilianskirche, kurz vorstellen. Bei einem Besuch in Heilbronn sollten Sie auf gar keinen Fall versäumen, sich mit der Geschichte, mit allen Anekdoten, die zu dieser Kirche gehören, vertraut machen. Die Kirche ist das zentrale Bauwerk hier in der Stadt. Schon das 8. Jahrhundert lässt uns vermuten, dass an der Stelle eine Kirche war. Im 11. Jahrhundert haben wir den Nachweis über eine romanische Kirche und im 13. Jahrhundert, da sind schon die ersten Nachweise und da taucht schon der erste Mal der Name Kilianskirche auf. Im 14. und 15. Jahrhundert hat die Kirche entscheidende Veränderungen erfahren. Sie wurde vergrößert, sie wurde verschönert, während der Reformation auch entsprechende Altäre entfernt. Ja, und über die Jahrhunderte hinweg wurde die Kirche mit ihren Stilrichtungen, mit ihrer Bausubstanz immer wieder dem Geschmack der jeweiligen Zeit angepasst. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Kirche grundlegend noch einmal saniert und renoviert, bis hinein in das 20. Jahrhundert, wo am 4. Dezember 1944 dann bei einem verheerenden Bombenangriff die Kirche schwer beschädigt wurde. Sie wurde dann bereits unmittelbar nach dem Krieg mit dem Wiederaufbau begonnen und 1965 wurde hier wieder der erste Gottesdienst gehalten in der wiederaufgebauten Kirche und 1972 war der komplette Renovierung mit den Außenanlagen abgeschlossen, fast 30 Jahre nach der Zerstörung. Das Interessanteste aber an dieser Kirche ist nicht nur die bauliche Gestaltung, das Interessanteste ist unser Turm. Ein einzigartiges Bauwerk. Entstanden während der Reformation. Der Künstler Hans Schweiner hat als Zeitzeuge uns Geschichten auf dem Turm verewigt, die uns heute noch nachdenklich machen und uns heute noch die Zeit in ihren Skulpturen widerspiegeln. Der Turm zeigt die Zerrissenheit und die Aufgewühltheit während der Reformation und mit Beginn der Reformation. Wir finden dort oben keine einzige Heiligenfigur. Wir finden eigentlich Dinge aus dem Mönchsleben, aus dem Leben der Stadt, auf das liederliche Leben, das sittenlose Leben, auf die Gier der Menschen. Alles das hat Hans Schweiner auf dem Turm verewigt. Und als Krönung hat er einen steinernen Mann an die Spitze gestellt. Ein steinerner Mann mit seinen 2,32 Meter, einmalig in ganz Europa, das auf einem kirchlichen Bauwerk eine weltliche Figur stellt. Von den Heilbronnern wird diese Figur liebevoll das Männle genannt. Viel Symbolik steckt in dieser Figur, in dem Stadtbanner, das er in der Hand hält, als Zeichen dafür immer noch das Selbstbewusstsein dieser freien Reichsstadt dokumentiert. Interessant ist vor allen Dingen, dass dieses Männle, wie wir es von uns genannt wird, eigentlich seit dem 16. Jahrhundert über die Stadt wacht. Das Original finden wir noch im Foyer des Rathauses. Auf dem Turm dort oben steht eine Nachbildung aus dem 19. Jahrhundert, das den Krieg überlebt hat. Ja, also der Eindruck, dass wir hier in einem einzigartigen Bauwerk stehen, der verstärkt sich noch, wenn man die Kirche betritt, wenn man vor dem Altar steht, wo der Blick fällt direkt auf dieses wunderbare spätgotische Meisterwerk von Hans Seifer. Hans Seifer hatte hier eine Werkstatt in Heilbronn und hat ab 1502 das Stadtrecht gehabt. Und dass uns dieser Altar in seinem Glanz noch so erhalten ist, das verdanken wir dem Umstand, dass die Figuren und die Tafeln
während dem Krieg im Salzbergwerk ausgelagert waren. Der Altar zeigt uns die Volksfrömmigkeit Ende des 15. Jahrhunderts. Und der Altar ist heute, seit 1968, ist dieser Altar wieder an dieser Stelle zu bewundern. Der Altar zeigt uns viele Szenen aus dem Leben Jesu. Er ist aus Lindenholz, im unteren Bereich sehen wir in der Mitte den Schmerzensmann mit Maria und Johannes dem Täufer. Dann sind uns die vier Kirchenväter, Gregor, Hieronymus, Augustinus und Ambrosius. Sie halten inne im Zwiegespräch. Ja, man könnte meinen, sie denken über den Zustand der Kirche nach. Im Mittelpunkt steht aber die Maria. Sie ist eine der schönsten gotischen Frauenfiguren hier im süddeutschen Raum und ist flankiert von den Heiligen Laurentius, Petrus, Kilian und Stephanus. Im oberen Bereich die Kreuzigungsgruppe mit Maria, Maria Magdalena, Johannes dem Täufer und ganz oben der Kilian, der Namenspatron der Kirche. Nach dem Krieg hat man diese Figuren und die Tafeln restauriert. Unter der Regie und dem Restaurator von Walter Hammel aus Ulm. Es bestand eine große Schwierigkeit, weil man im 18. Jahrhundert gemeint hat, man müsste diese Figuren und die Tafeln weiß anstreichen, mit Bleiweiß. Es war dann schwer, diese Farbe wieder zu entfernen. Und dann ist aber 1963 bei der Restaurierung endlich das Signet aufgetaucht von Hans Seifer und die Jahreszahl 1498. Über viele lange Zeit hinweg dachten wir, wir hätten einen Altar von Tilman Riemenschneider hier in der Kirche. Ja, und der Bildhauer Josef Wolfsteiner aus Hüttlingen hat nach den Plänen von dem Restaurator Walter Hammel diesen wunderbaren Altar nachgeschnitzt und in altem Glanz erstrahlen lassen. Heute ist der Altar Mittelpunkt dieser Kirche und erinnert uns einfach an die Volksfrömmigkeit mit Ende des 15. Jahrhunderts. Es gäbe viele Dinge, Anekdoten, Legenden, Geschichten, die sich sowohl um den Turm ranken, um den Altar, um die Kirche. Vieles würden wir Ihnen gerne bei einem Besuch in Heilbronn erzählen, bei einer Kirchenführung, bei einer Turmbesteigung. Und ich hoffe, wir können Ihnen dann auch diese einzelnen Symbole, was die Menschen hier zum Ausdruck bringen wollten und teilweise noch im Original erhalten sind, bei einem Besuch näher bringen.